Herzlich willkommen zum Tutorial Suche nach einem bestimmten Zeitschriftenaufsatz. Sie möchten einen Zeitschriftenaufsatz, den Sie zum Beispiel in einer Literaturliste gesehen haben oder der Ihnen empfohlen worden ist, lesen. Sie suchen zum Beispiel den Aufsatz Making the World Safe for Partial Democracy. Es stehen Ihnen mehrere interdisziplinäre Datenbanken zur Suche nach dem elektronischen Volltext zur Verfügung. Primo, JSTOR, Project Muse, IBZ, Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Zeitschriftenliteratur und das Web of Science. Im Bibliotheksportal Primo wählen Sie den Suchraum Artikel Plus. Geben Sie den Autorennamen und den Titel ein und starten Sie die Suche. In der Trefferliste finden Sie den Artikel und sehen, dass er in einem Peer-Reviewed Journal, das heißt in einer begutachteten Zeitschrift, erschienen ist. Klicken Sie auf Online verfügbar, um zum Volltext zu gelangen. In der Detailansicht finden Sie Links zu mehreren Anbietern. Wählen Sie einen aus und folgen Sie dem Link. Auf der Webseite des Verlags finden Sie wieder eine ausführliche Beschreibung des Artikels. Klicken Sie auf PDF Full Text, um den Artikel als PDF-Dokument herunterzuladen. Kehren wir noch einmal zur Detailansicht des Aufsatzes in Primo zurück. Unterhalb der Links zum Volltext finden Sie den Punkt Zitate. Hier können Sie eine Liste von zitierenden Artikeln und eine Liste der Referenzen zu diesem Artikel aufrufen. Klicken Sie auf Titel finden, die dieses Werk zitieren. Sie erhalten den Zitierpfad. Zu dem Beispielaufsatz wird eine Liste von zitierenden Artikeln angezeigt. Eventuell sind auch diese Aufsätze für Sie interessant. Möchten Sie einen davon lesen, nutzen Sie wie bekannt den Button Online verfügbar. Dieses zusätzliche Angebot gibt es nicht zu jedem Aufsatz in Primo, sondern nur, wenn es aus einer Datenbank, die diesen Service anbietet, importiert werden kann. Achtung! Es kann weitere Zitierungen zu diesem Aufsatz geben, die in Primo aber nicht erfasst sind. Möchten Sie eine der bereits genannten Datenbanken nutzen, können Sie diese im Bibliotheksportal schnell und unkompliziert aufrufen. Wählen Sie den Suchraum Datenbanken und geben Sie den Titel der Datenbank ein. Klicken Sie auf Online verfügbar und folgen Sie in der Detailansicht dem Link zur Ressource. Da nicht alle Zeitschriftenaufsätze, die Sie in Literaturlisten finden, auch in Primo nachgewiesen sind, kann es sinnvoll sein, in anderen Datenbanken nach dem elektronischen Volltext eines Artikels zu suchen. In der interdisziplinären Aufsatzdatenbank JSTOR wählen Sie Advanced Search, erweiterte Suche. Legen Sie Autor und Titel als Suchkriterium fest und füllen Sie die Suchfelder aus. Starten Sie die Suche. Der gewünschte Aufsatz wird angezeigt.
und Sie finden rechts den Button Download PDF, der zum Volltext führt. Wählen Sie die Datenbank Project Muse und tragen Sie Autor und Titel in die Suchmaske ein, werden Ihnen neben dem Gesuchten noch weitere Aufsätze zum Thema angezeigt. Auch hier führt der Button PDF Download zum Volltext. In der internationalen Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Zeitschriftenliteratur, kurz IBZ, können Sie als Suchkriterium Volltext festlegen und wieder Autor und Titel in das Suchfeld eintragen. Der Beispielartikel ist auch hier enthalten. Klicken Sie auf den Artikel, um die Detailansicht zu sehen. Sie erhalten eine ausführliche Beschreibung, aber anstelle des PDF-Buttons einen Button SFX mit gelbem Ampelsymbol. Klicken Sie SFX an, werden Sie über das Bibliotheksportal Primo zum lizenzierten Volltext geleitet. Im Web of Science suchen Sie den Artikel wieder mit Titel und Autor. Eine Besonderheit bietet die Datenbank. Suchen Sie immer mit den Initialen der Vornamen. Die Suche ist wieder erfolgreich. Zusätzlich zu den bekannten bibliografischen Daten erfahren Sie, dass dieser Aufsatz 26 Mal zitiert wurde. Zum Volltext gelangen Sie, indem Sie den Button FU Berlin Primo anklicken. Die Detailansicht erhalten Sie, indem Sie auf den Titel klicken. In der Detailansicht finden Sie eine ausführliche Beschreibung mit einem Abstract, Schlagworten, Keywords, die Sie bei Bedarf für weitere Suchen verwenden können. Rechts werden die Anzahl der Zitierenden und die Anzahl der zitierten Artikel angezeigt. Durch Anklicken der Zahlen erhalten Sie eine Titelliste, in der Sie weitere interessante Aufsätze finden können. Eine weitere zusätzliche Information erhalten Sie, wenn Sie auf View Journal Impact klicken. Sie erfahren den Impact-Faktor der Zeitschrift, der sich aus Zitierhäufigkeiten errechnet. Aussagekräftiger ist sicher, dass diese Zeitschrift Rang 2 von 91 Zeitschriften in der Sachgruppe International Relations einnimmt. Diese Zeitschrift gehört also zu den Zeitschriften Ihres Fachgebiets, die viel Aufmerksamkeit finden und so zum Zitieren und zum Veröffentlichen eigener Aufsätze attraktiv sind. Da der bisher gezeigte Beispielaufsatz in Academic OneFile nicht enthalten ist, wähle ich ein anderes Beispiel. Dieses Mal können Sie in folgenden Datenbanken sinnvoll suchen: Primo, JSTOR, Academic OneFile und Web of Science. Project Muse und IBZ beschränken sich inhaltlich auf Geistes- und Sozialwissenschaften und sind deshalb keine sinnvolle Wahl.
In Academic OneFile haben Sie die Möglichkeit, die Sprache der Datenbankoberfläche zu wählen. In der erweiterten Suche können Sie wieder Autor und Titel als Suchkriterium festlegen. Sie finden, wie erwartet, eine Beschreibung des Artikels und gelangen mit dem Button FU Berlin Primo zum elektronischen Volltext. Abschließend lässt sich sagen, dass alle Datenbanken sehr ähnlich funktionieren. Die Suchmasken unterscheiden sich in Details und manche Datenbanken bieten zusätzliche Informationen an oder bedienen nicht alle Fachgebiete. Sie sollten Datenbanken nutzen, wenn Sie im Bibliotheksportal Primo nicht das Richtige finden, da in ihnen auch Titel oder Suchmöglichkeiten und Informationen enthalten sein können, die Primo nicht bietet. Vielen Dank für Ihr Interesse.